Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Part zu Let's Play Hearts of Iron 4. An meiner Seite einmal der Denon. Hallo. Sorry. Einmal der Hardrocks. Hallo. Und einmal der Lutz. Hallo. Genau, starten wir auch mal rein. Letzten Part ist gar nicht so viel passiert. Griechenland hat kapituliert. Lutz hat, glaube ich, das restliche Afrika eingenommen. Wir sind in die Türkei einmarschiert. Denon hat Vorsprünge in Afrika geschafft. Und ich selber bin in Schweden vorgedrungen. Du hast gar nichts gemacht. Ja, genau. Ich habe beobachtet. Aber wir müssen jetzt wirklich langsam in England landen. Der macht echt mal eine ganze Produktion in den Arsch. Letzten Part hatten wir das ja gesehen. Genau hier. Dass dieses Mal funktioniert mit Landen? Ja, mit Landen. Das ist halt echt bisschen tricky gemacht, würde ich mal sagen, ne? Also es war vorher leichter. Ja, das stimmt wirklich, ja. Also ich weiß nicht, wenn jemand von euch landen sollte, kann er auch gleich mal Griechenland nochmal einnehmen. Ja, ja, wenn ich es wüsste, wie es geht, nehme ich die ganze Welt hier von mir aus ein. Nazi. Okay, das hat uns jetzt aus dem Konzept gebracht. Hallo und herzlich willkommen. Nein. Ja. Künstlich, wie du deine Stimme verstellst, das höre ich jetzt erst. Was? Das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Na, das ist immer YouTube. Ja, alles so mein YouTube-Fame. Bug, wir kommen in der Türkei nicht durch. Ist ein Bug. Bug. Gut, dann schmeiß ich jetzt eine Atombombe auf Rom. Warum? Ja, dann kämpft doch alleine gegen die Russen. Ja. Mugwi. Mugwi, Dad. So. Oh, der Ami nervt so mit seinem Freiwilligendivision. Das finde ich echt irgendwie ein bisschen unnötig. Dann soll der wenigstens Krieg eintreten und nicht überall mit so freiwilligen Dingern kommen. Nicht. Nee. Das finde ich jetzt irgendwie diskriminierend von dir. Meinst du? Meine ich so, ja. Oder findest du das in Ordnung? Das ist doch schon wieder alles scheiße hier. Die sind gut. Nee, jetzt mal ohne Kack, ne? Nein. Wie viele Türken sind das? Ja, ist doch egal. Die haben auf jeden Fall. Oh, ich hab einen Leopard. Strategischen Vorteil, wenn sie sagen. So, dann leichter Panzer machen wir jetzt. Ja, stimmt, da ist ein Hafen zwischen. Da ist ein Meer dazwischen. Der läuft das Schwarze Meer in Mittelmeer. Ach, leichter Panzer 3, da habe ich da jetzt einen Leo, oder? Ah. Ich habe jetzt den Leopard. Ah, gut. Meine Fabrik wurde sabotiert. Wer war das? Wird bei mir die ganze Zeit. Ist eh immer der Franzose. Prinzipiell der Franzose. Das stimmt. So, normalerweise sollte jetzt diese komische Armee da mal oben landen. Genau dasselbe ist mit meinen vier Marine-Schwuppen hier. Die sollten auch mal da irgendwie landen. Passiert aber auch nichts. Schwere Panzerdivision. Da muss ich mal eben ganz kurz Steam noch aufgehen. So, zack. Welches Bild nehmen wir für die schweren Panzer? Nehmen wir das. Wartungskompanie. Ich mache mir eben eine Geschwindigkeit runter. Logistikkompanie ist, glaube ich, nicht schlecht. Und Flugabwehr. Ich hab bald den Tiger. Warum passiert denn da nichts? Ich verstehe das nicht. 10 Divisionen. Türke und. Ja, ich verliere überall. Geil. Ja, das kennt man irgendwoher. Fügen wir da noch eine. Ich weiß nicht, also ich frag euch jetzt mal, ich mach mal auf Pause. Also ich mache mir gerade eine schwere Panzerdivision, da ich bald einen Tiger habe und nicht mehr diesen schweren Traktor. Da habe ich einmal zur Unterstützung genommen eine Wartungskompanie, da das eine extrem höhere Zuverlässigkeit hat. Logischerweise Logistikkompanie, aufgrund von weniger Nachschubbedarf. Und einmal eine Unterstützungsluftabwehr.
Wegen Luftnahunterstützung. Habe ich dann dreimal zwei so eine Reihen schwere Panzer, dann einmal motorisierte Infanterie-Dreier. Soll ich da jetzt noch Flugabwehr hinzufügen oder Infanterie oder gar nichts? Was sagt ihr dazu? Kann Ich bin echt am Überlegen gerade, ich mal. Würde ich nicht Flugabwehr. machen, ich finde das so ganz gut. Ich glaube nämlich auch, dann machen wir den auch Kosten. Zack, haben wir den jetzt eigentlich hier irgendwie? Ah da, schwere Panzerdivision ausbilden. Düp. Ich habe hier auch genug Konvoischiffe. Warum funktioniert das nicht? Ich habe 73 Konvoischiffe. Oder muss ich die noch irgendwo spawnen lassen, die Konvoischiffe? Nee, ne? Nee, das ist automatisch. Das ist auch dein Ja, Handel, super. Truppentransporter und so Ja. ein Scheiß. Die kannst du aber natürlich produzieren und Ja, mache ich kriegsbeutetechnisch auch, kriegst du die ne? auch. Aber es passiert einfach nichts. Ich versteh's nicht. Es geht nicht rein. Ja, ich raff das auch nicht. Also ich find's auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen komisch, weil Und eigentlich das, was hatten da wir unten da. steht, hilft dann auch nicht wirklich. STRG, Maustaste. Um ausgewählte Einheit diesem Befehl zuzuordnen. Ja, super, mache ich die ganze Zeit, passiert trotzdem nichts. Ja, das wäre, ne? Kannst du schon mal auf weitermachen? Ja, warte, ich muss noch. Machen wir die alle in Danzig. So. Und ein Öl brauchen wir. Ey, ich komme da echt nicht vorwärts, ne? Ich weiß, mit der Luftwaffe wird es auch bestimmt was zu tun haben, aber irgendwie muss da doch was passieren. Da stagniert das gerade ein bisschen an der Front. Ja, Militärfabriken Todesfeinde sabotiert gerade. Alter, wenn ihr meine Reparaturliste sehen würdet, ne? Puh, ich baue gar nichts mehr, ich repariere nur noch. Alter Falter, ey. 171 Zivilfabriken. Oder? Ne, insgesamt. Wie geht das in dem Land? Voll auf dem Nein. Oder kann ich da immer nur alle überschicken, die ganze Division? Inwiefern die ganze Division? Wie meinst Ja, du also das? für die ganze Armee. Weil da steht ja oben immer das Gesamtgewicht aller Divisionen. Das kann auch sein, aber wäre nicht. Du kannst ja auch zwei auswählen, zum Beispiel zwei Divisionen in den Auftrag geben, so ist das ja nicht. Rocks. Nein. Kämpfen ihn bitte mit gegen den Türken noch mal oben da. Ja, mache ich ja, aber oder mache ich nicht, aber mache ich gleich. Oh, ich habe ein zusätzliches Forschungsteam jetzt. Aber das bringt nicht viel, wenn wir da angreifen.
Xenon. Komm. Das verheizt nur meine Mannesstärke, ich hab schon fast keine mehr. Oh Gott, Mann, wieso funktioniert denn das nicht? Was ist das für ein scheiß System, ey? Ich steig da einfach nicht durch, das geht mich mittlerweile jetzt auch schon richtig auf. Mir auch. So viele kann ich wegmachen. Danke, für nix. Vor allem die ganze Zeit in Danzig sind immer zwei U-Boote, die ganze Zeit angegriffen werden und dann wieder nicht. Die hätte ich jetzt schon so weggebumst, den Kollegen. Warum machen die denn das nicht? Ganz fair, dass der sowjetische Hafen da in Osteuropa direkt mit einem Panzer besetzt wird. Alter, das ist doch Schwachsinn. So, hier brauche ich jetzt noch ein paar Tage nur noch. Ein bisschen länger. Nein, und da wurde keiner zugeordnet, nicht so richtig. Ich werde nichts sagen, ne? Aber der Ami ist in Afrika. Ja, in Schweden auch. Das sind keine Freiwilligen, weil die sind motorisiert. Und das sagt ja nichts. Okay. Ja, kannst auch Panzer schicken und so. Der hat sogar Panzer, der Macker. Wieso habe ich denn 79 Schiffe in Reserve? Wir haben. Ich verstehe das nicht. Entschuldigung, echt, das ist. Ja, es ist auch ein bisschen. Okay, mit dem Luftkampf und so hätte ich das verstanden, aber diesen Landen, das ist mir echt irgendwie. Also, ich hab's mal hingekriegt, aber ich weiß nicht mehr wie. Das sind zu 100% Glück. Ja, glaube auch. Leider war. Das ist ja völlig hirnrissig, ey. Ich zieh mir meine Truppen vom Balkan da weg unten. Weil da steht, dass sie zu geringen Nachschub haben. Dann ziehe ich euren Truppen nicht den Nachschub ab. Oh Mann, ey. Ja, weiter, lass uns. Ich stimme zu, so. Wobei, der hat gar keine Bomber mehr über mich. Ich muss mich in Afrika zurückziehen. Ich habe 222 Luftunterstützung. 222. So, hier meine Luftwaffe in Sierland wird dann ihr hier werdet hier Aufträge machen. Jetzt haben wir nämlich Luftnahunterstützung, jetzt haben wir nämlich die Luftwaffenhoheit in Südschweden, das ist gut.
Mich würde mal interessieren, kann man, ob man irgendwo nachsehen kann, so was die so für einen Erfolg haben, die Flieger. Was sie unterstützt haben, etc. Ja, so wie damals, ich sag mal so die Killstreak bei, mm. bei den Schiffen. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, da habe ich gegen Ami und südlich von Schweden Kampf und da steht einfach nur Luftüberlegenheit des Gegners. Es ist schwer, eine effektive Verteidigung zu organisieren, wenn der Feind die Luftüberlegenheit hat. So, dann werde ich mal Zentralmazedonien nochmal 50. Moment. Ich schicke jetzt 50 Stugas Richtung Anatolien. Deswegen habe ich kurz Pause gemacht. Die werden da mal ein bisschen Luftunterstützung geben, ne? Oder kann ich den irgendwie von euch überschreiben? Ich habe so viele Stukas. Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Ja, kannst du, aber brauchen wir, glaube ich, nicht so. Naja. Na, ich zum Beispiel gar nicht genug Flugplätze dafür. Also ich habe gerade welche bei denen da in Zentralmazedonien platziert. Die werde ich jetzt auch umstationieren nach... Ne, geht nicht. Okay, Kleinasien. Das schaffen die leider nicht. Ja, Nordafrika haben sie mich jetzt eingekesselt. Geil. Moin. Nordafrika? Die haben überhaupt keine Reichweite, ne? Oh ja, ich sehe es gerade. Scheiße. Aber da ist ja die eine Provinz frei. Da kannst du reinmarschieren. Mit der einen Division, wo die... Genau, die... Aber nicht mit allen. Lass eine unten, um das zu sichern. Du hast ja riesige Haufen da. 7 Divisionen, die kannst du alle verteilen. Ja, das ist, weil der Koreaner hier mitkämpft. Oder was das ist. China ist Chinese, das. Brasilianer. Du darfst nicht mit so riesigen Haufen marschieren, weißt du? So mit einzelnen. Dann sind die effektiver. Mache ich zwar auch meistens, aber... Alter, ich krieg richtig auf die Fresse, ne? Jetzt macht der Belgier noch mit, der Brite ist auch hier. Moin, geil, ey. So, zack, zack, zack. Ey, warum kann man da nicht landen? Sind mal Hardrocks, kämpfst du überhaupt mit gegen Türkei? Hm? Kämpfst du überhaupt mit gegen Türkei? Nee. Du willst doch das Land haben. Ja, wie soll ich das machen ohne meine Stärke? Also ich habe meine Truppen da abgezogen eigentlich. Ach ja, die haben das ja als Frauen wegen Unterstützung, Versorgung. Ich mache mir eben auf Pause. Obwohl wir greifen gerade an, 78 haben wir. Scheiße, ey. Also krieg ich gerade in Afrika umsonst eigentlich auf die Fresse. Warum? Ja, weil ich gerade nur Leute verliere. Da kann ich auch nichts zu. Ich versuch mal zu landen auf... Ah, scheiß Nachschub. Stelle ich mich mal... mit denen nach Athen. Ich versuch mal in der Türkei zu landen jetzt. Nützt alles nix. Ich zieh mal meine Truppen in Istanbul ab und dann versuche ich nochmal über da... Konstante zu landen. Weil sonst haben wir da keinen Nachschub, weißt du? Weil überleg mal, Denon hat da allein schon wie viel Division? 94. Ja, du hast 129 da stehen. Laut, wenn man rausscrollt. Und das passt mit der Versorgung nicht. Ich bewege gerade meine Truppen weg, schick die eine Division nach Athen, die soll südlich landen. Da unten in Antalya. Und der andere soll nördlich landen, da hinten in... Da die Ecke Samsung heißt das. Samsung, Trabzon, Kastamonu. Die Ecke.
Damit ich da schön richtig was reinsplitte. Wenn das funktioniert, vielleicht habe ich ja Glück. Vor allem damit denen da entlastet wird, ne? Ja, ist vorbei. Scheiße, ey. Du musst versuchen, an den Hafen zu kommen. Da links runter, weißt du? Beirut. Nimm Beirut ein. Versuch mit der Truppe nach Beirut zu kommen. Dann hast du einen Hafen, dann bist du schon mal relativ safe. Und dann hast du wieder Versorgung und dann kannst du dich von da weiter südlich kämpfen. So müsste das zumindest prozentual wahrscheinlich die beste Chance sein. Der geht mir so auf den Nerven, der Skandinavier, ne? Und der scheiß Finne soll jetzt mal unserem Bündnis beitreten. Ey, nur Verschleiß, ich krieg keinen Handel mehr, geil. Gleich ist eine ganze Division ausgelöscht, moin. Scheiße. Oh Mann. So, die sind jetzt so, ich mach mir eben Pause, weil das kann ja entscheidend vielleicht sein. So, jetzt haben wir die da jetzt. Schritt 1, auf eine der hervorgehobenen Provinzen klicken, um den Ausgangsort der Invasion festzulegen. So, nehmen wir einfach mal... Da, wo wir jetzt stehen, natürlich, Constanta. So. Schritt 2. Auf die gewünschte Küstenprovinz rechtsklicken, in die einmarschiert werden soll. Wurde der Plan aktiviert, wird die Invasion vorbereitet und Konvois aus ihrem Landespool reserviert. Gut. Klicken wir jetzt da. 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 So. Sie müssten hier rein, theoretisch. Dies ist keine zulässige Provinz für eine Invasion. Vielleicht nochmal so. Auch nicht. Auch nicht. Hm. Bitte bewegen Sie den Mauszeiger über das markierte Gebiet über den vorhandenen Invasionspläne. Dann steht da, diesem Befehl wurde keine Einheit zugeordnet. Also du musst die Soldaten ja nehmen. Transportschiffe, ne? Soll ich weiter verbessern, meint er. Weißt du? Und was ist, wenn ich da jetzt nur eine Division hinzufüge? Sagen wir einfach mal die. So. Ich nehme jetzt einfach nur die. Von da nach da. Ah, jetzt geht das bei mir. Ach, man muss Enter drücken, oder wie? Ja, aber irgendwie, ich glaube, man kann nicht alle auf einmal irgendwie von einem Hafen aus durchschicken. Du kannst immer nur vom einen Hafen aus eine Invasion starten. Nee, das weiß ich, das habe ich hier auch. So, und dann... Ja, das funktioniert jetzt, ich schicke mal immer... So weit war ich aber auch schon. Ja, ich weiß, ich auch. Dann schicke ich die mal von da nach da. Ich habe jetzt nur mehr Konvoi-Schiffe gekriegt. Die halt fertig produziert worden. Also der Kollege schwimmt hier immer noch nicht los. Wie
Wir haben 6 Tage von 28 der Planung erreicht. Aha. Ah, also ich, bei mir hat es gerade geklappt mit der Invasion. Ja, bei mir auch mal, sollte bei mir auch mal gern funktionieren. Ja, das ist auf jeden Fall so, dass du Schiffe in dem Gebiet haben musst auch. Überall. Schiffe im Gebiet? Schiffe. Ja, das ist mir Schiffe denn? Ja, irgendwelche Schiffe. Gut, dass ich Schiffe hab. Weil bei mir stand der ganze Zeit blablabla keine Informationen im Gebiet. Hab ich jetzt mal überall da Schiffe hingeschickt und jetzt geht das halt. Ich schick mal meine U-Boote runter. Nee. Gut, dass es bei mir steht. Ich schick mal ein U-Boot, ne? Wie kann man jetzt eigentlich, wenn man jetzt Marineschiffe gebaut hat, wie kann man die dann. Ach, setzen? Geht nicht wegen Gibraltar, alles gut. Du musst sie halt auf, wenn auf Patrouille schicken, ne? So. Hast du nicht noch Schiffe, Denon? Nee. Also ich komme nicht durch Gibraltar durch, leider. Oga? Hm? Wie könnte man jetzt Schiffe setzen? Bei mir spawnen die automatisch. Also die spawnen dann automatisch irgendwo bei mir, war das so. Ich meine jetzt Kriegsschiffe. Ja, ich auch. Also, ich habe halt immer eine Provinz bestimmt, wo die spawnen, aber eigentlich, wenn du automatisch machst, spawnen die einfach irgendwo halt, sozusagen. Wo, da habe ich jetzt nicht genug Transporte übrig. Aber bei den anderen geht das. Da meinen die, in ein paar Tagen fahren die da los. Nach Osttürkei. Dino, hast jetzt deine ganzen Divisionen da verloren? Ja. Das ist fair. Scheiße, Mann. So, dann mache ich das mit denen auch noch. Ich versuche dir mal da zu helfen. Ich komme mit Truppen aus Athen. Will ich versuchen. Mist, keine Transporter. Die nun hinkt hinterher. Allein Volksrepublik China, ich bitte dich. Oh, deine Armee war bekannt, ne? Hm. Oh, wir aber haben du leider... kannst ja jetzt da durchbrechen. Denon. Wir haben die Kontakte zu Denon verloren. Wir haben den. Denon ist weg. Ja, da haben wir es. Okay, gut, aber wir sind ungefähr, glaube ich, circa trotzdem bei einer halben Stunde angekommen. Sagen wir mal, was passiert ist, und zwar Schweden, eigentlich so gut wie nichts, nur ein paar Provinzen erobert, auch weil das mit diesem Land nicht funktioniert, sonst würde ich hier oben mal landen oder hier landen, hinter Stockholm, um das da ein bisschen zu supporten. Ja, dann versuchen wir gerade ein bisschen über das Schwarze Meer in der Türkei zu landen, genauso wie in Arabien die Ecke. Ja, Lutz, bei dir ist auch nicht viel passiert, oder? Ja, ich hab halt ein bisschen... die Wirtschaft ausgebaut, so ein bisschen was in der Produktion geändert, noch wichtige Sachen erforscht, sowas halt. Und jetzt lande ich gerade halt, weiß gar nicht, was, Weihnachtsinseln, nee. Karibeninseln oder so da unten. Ja. Weit links von Südamerika. Und du, Hardrocks? Ja, das mit der Landung bin ich jetzt mal gespannt, aber das wird ja eh nicht funktionieren, weil anscheinend braucht man da irgendwie Schiffe an der Küste, ne? Ja, und du, Dena, was hast du so gemacht im Part? Ja, ich hab nur auf die Fresse gekriegt. Ja. Ja, ich kenne das. Bei mir passiert auch gerade nicht viel. Gut, dann bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und sag ciao.